Der Schutz von Umwelt und Klima ist aktuell wie nie zuvor. Jeder einzelne Mensch kann hier seinen Beitrag leisten, aber auch jede Zahnarztpraxis. Wie das funktionieren kann, zeigt uns Dr. Hans-Georg Rollny aus Schwäbisch Gmünd. Er hat die erste klimaneutrale Praxis in Deutschland und die besuchen wir heute. Guten Tag, herzlich willkommen in meiner Zahnarztpraxis in Schwäbisch Gmünd. Schön, dass Sie da sind. Kommen Sie. Als erstes interessiert uns, wie auf diese Idee überhaupt kam. Als ich im Jahr 2018 auf einer Veranstaltung war, beim Senat der Wirtschaft in München, gab es unheimlich viele Vorträge, unter anderem ein Vortrag von Peter Fries über Erderwärmung, Kyoto-Protokoll, Pariser Abkommen und klimaneutrale Unternehmen. Wie das funktioniert und was das bedeutet. Das hat mich eigentlich gar nicht so furchtbar tangiert. Und auf dem Rückweg nach Schwäbisch Gmünd wieder und einige Tage später, als ich in meiner Praxis war, habe ich mir gedacht, eigentlich müsste ich das auch machen. Die Firma Focus Zukunft hat mir dann diesen Fragebogen zukommen lassen, in dem alle meine Daten erfasst werden, um einen CO2-Abdruck zu definieren. Der beinhaltet nur exemplarisch, wie viel Energie brauche ich, wie viel Wasser verbrauche ich, wie viel Heizung, wie ist dieser Fuhrpark aus meiner Mitarbeiterinnen, wie viele Kilometer fahren die Damen, wie viele Geschäftsreisen zur Fortbildung fahre ich, dann wie hoch ist das Papier, der Papierverbrauch, das Aufkommen an Abfall etc. 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 Das war das einzig Aufwendige, was wir machen mussten und was mir wirklich aufgefallen ist, ich war erstaunt, wie viel Müll wir produzieren, wie viel Strom wir verbrauchen und das hat mich bewogen, hier weiterzumachen. Als nächstes interessiert uns das weitere Vorgehen. Welche Maßnahmen sind ergriffen worden? Anhand meines Fragebogens hat dann die Firma Focus Zukunft meinen CO2-Abdruck berechnet und mir mitgeteilt. Jetzt ging es darum, diesen CO2-Aufwand bzw. den CO2, den wir in der Praxis produzieren, zu kompensieren. Für die Kompensation wurde mir mehrere Projekte vorgeschlagen. Ich habe mich für das Projekt in Brasilien entschieden, weil ich dort aufgewachsen bin. Es geht um ein Urwaldschutzprojekt im Bundesstaat Pará am Rande von Amazonasgebiet. Nachdem wir nun kompensiert haben, geht es natürlich auch noch um die Reduktion. Wir haben den Stromanbieter gewechselt, wir sind umgestiegen auf 100% regenerierbare Energie, wir haben an den Westfenstern Sonnenschutzfolie anbringen lassen, sodass in den Sommermonaten wir deutlich weniger Strom brauchen für die Klimageräte. In den Sommermonaten ist es so, dass wir in den 5 Behandlungszimmern nur noch eine Deckenleuchte anhaben. Somit brauchen wir natürlich auch weniger Strom und natürlich auch weniger Strom für die Klimageräte, um das Behandlungszimmer abzukühlen. Diese Lampen werden Stück für Stück in LED-Lampen umgerüstet, um auch hier stromsparend sein zu können. In den Wintermonaten waren früher immer die Fenster gekippt. Niemand hat sich darüber Gedanken gemacht, warum und weshalb. Jetzt machen wir natürlich die Fenster zu, während nach dem Patientenwechsel gibt es eine Stoßlüftung und somit sparen wir natürlich auch Heizungskosten. Was mir dann aufgefallen ist, als ich an den Wochenenden da war, dass es unheimlich warm war. Und jetzt haben wir diese Thermostate einbauen lassen, die übrigens über eine App funktionieren. Und wir fahren die Temperatur um 4 Grad abends runter und morgens fahren wir sie wieder hoch. Das machen wir unter der Woche, aber auch an den Wochenenden und sparen dadurch natürlich auch entsprechende Heizkosten. Früher war Mülltrennung kein Thema hier. Wir haben alles in einen Container geworfen und inzwischen ist es so, trennen wir Kunststoff, Papier und Pappe. Wir sind eine prothetisch orientierte Zahnarztpraxis und die Modelle der Patienten geben wir nach dem Eingliedern der arbeitenden Patienten mit. Früher waren das aufwendige Kunststofftüten, jetzt sind es Papiertüten. Die Mitarbeiterinnen sind auf mich dann zugekommen und haben gesagt, wir sind jetzt eine klimaneutrale Praxis, lass uns doch bitte keine Kunststoffbecher mehr verwenden. Da haben die Damen dann Papierbecher gekauft. Trinkhalme in der Praxis nicht mehr aus Kunststoff, sondern aus Stärke. Das war 2019 sicherlich ein Thema. Heute ist das gang und gäbe. Die Kugelschreiber, die für den Anamnesebogen erforderlich sind, ist aus recyceltem Kunststoff. Die Buchhaltung, da hat sich auch einiges geändert. Wir versuchen, möglichst wenig Papier zu verbrauchen. Wir haben auf Unternehmen online umgestellt, um auch hier Papier zu sparen und natürlich, was auch wirklich viel, viel einfacher ist für die Handhabe.
Wenn ich zu Kongressen in Deutschland fahre, fliege ich nicht mehr, sondern nehme natürlich den Zug. Das ist eine Selbstverständlichkeit und inzwischen fast angenehmer als zu fliegen. Wir haben inzwischen auch das digitale Röntgen. A, ist die Qualität deutlich besser für uns. Und das Zweite ist, die ganze Chemie fällt weg. Als Letztes wollen wir wissen, was das Team dazu sagt. Wir sind total stolz, in der Praxis Dr. Reuni arbeiten zu dürfen. Die erste klimaneutrale Praxis in ganz Deutschland. Der Dr. Reuni kam mit der Idee und dazu gab es dann eine große Teambesprechung, wo jede Mitarbeiterin ihre Idee dazu geben konnte, was wir in der Praxis verändern können, um der Umwelt was Gutes zu tun. Wir werden natürlich auch von vielen Patienten angesprochen. Im Wartebereich hängen ja unsere ganzen Zertifikate und die Patienten sind natürlich sehr interessiert, was wir da so alles machen. Eine letzte Frage noch, Dr. Rollny. Welchen Rat geben Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen? Liebe Kolleginnen und Kollegen, machen Sie es einfach. Das ist ein Rat, den ich Ihnen mitgeben kann. Bestimmen Sie Ihren CO2-Abdruck, kompensieren Sie, reduzieren Sie mit Ihrem Team. Sie werden sehen, auch das Team wird Sie dabei begleiten. Es wird Spaß machen, es wird eine Dynamik sein, um hier die Klimaneutralität zu leben. Natürlich sind uns Grenzen gesetzt als Zahnärzte durch die Hygienevorschriften, die wir haben. Aber das Drumherum, da kann man das ein oder andere machen, so wie ich ja schon in dem kleinen Film erwähnt habe. Es macht Spaß, es macht Freude und ich drücke Ihnen die Daumen. Schauen Sie auf die Webseite der Landeszahnärztekammer. Ich war einer der Ersten, habe es ein bisschen schwieriger gehabt, aber inzwischen ist da schon ein Gerüst da von der Landeszahnärztekammer und ich bin sicher, die Landeszahnärztekammer wird Sie hier tatkräftig unterstützen, um hier eine klimaneutrale Praxis zu sein. Alles Gute, viel Erfolg, viel Freude, machen Sie es gut. Wir sind total stolz in der